Schweißperlen hast du denn? Das ist ja abschreckend für jeden Sport. Ja, das heißt halt Modellflugsport. Toni, jetzt brauchst du gar nicht ohne Hauptstelle. Nimm deinen Flügel in die Hand und zwitscher. Weil besser wird's ja dann. Okay. Toni, jetzt zeig schon mal den Bündner, wo der Hammer hängt. Da ist unser Methanol-Hans, der hält noch das Fähnlein der Motorflieger aufrecht, aber den bekehren wir auch noch. Der kommt auch noch zum Segelfliegen. Versprochen. So, El Presidente mit dem Heli. Das müssen wir natürlich auch filmen. Ist ja auch was Feines. Mal gucken, ob er es im Griff hat. Ah, so wie ein Kind. Macht er das gut. Eiweißfrei und Gabelbeier. Der sieht auch nicht schlecht aus, jawohl. Schnell kann Scharret hinterher, unglaublich. Ja, unser Monsieur Bob konzentriert auf seine Elektrosäge. So muss es sein. Jetzt mal sehen, ob man was erkennen kann. Ich halte jetzt halt einfach mal drauf, die Wolken. Sehe du jetzt wirklich was, aber wie gesagt, der Toni hat auf jeden Fall, beziehungsweise sein Flieger mal ein Visier. Und vielleicht kann man ja auch was erkennen. So, da haben wir noch eine wunderschöne DG1000 mit Aufsatz. Triebwerk, wo es aber momentan nicht braucht, wenn wir ja unseren Superschlepper nehmen. Der Didi ist ja mal wieder zu faul, um sein ASH auspacken. Ach so, ein Kerl. Der hat einfach zu viel Flugstunde. Naja, okay, dann tut sie halt ausruhen. Mit. Ein Seeklauer. Was hast du für Eis geholt? Ich weiß nicht. Erdbeer, Joghurt und? Joghurt, Erdbeer und Spatz. So, das mache ich jetzt auch. Gut. Weißt du, dann kriege ich nämlich Geld zurück. Wenn es so beim Schaffen wäre. Nein, dann bringe ich meine Reihe wieder. Mit Kotztüte. Dann gehört der mit Ausbohrer. Dann noch was.